Ja, genau, und dann war das hier genauso. Ah, genau, ich erinnere mich. Ah, diesmal dauert es nicht so lange wie letztes Mal. Ach, wie schön. So. Perfekt. Das war diese Mission. Boah, da habe ich ja so krass knapp nur verpennt, dass ich ein wahrer Zauberer werde. Ich erinnere mich, da habe ich mich echt geärgert am Ende noch. Unter anderem wegen dieser Stelle hier. Ich erinnere mich. So. So. Muss ich den retten? Weiß ich nicht, ob ich den retten musste, aber ich rette ihn einfach. Weil ich nett bin. Und er mir vielleicht dann hilft später. Ich weiß es nicht. Vielleicht hilft er aber auch nicht. So, machen wir erstmal Feuerwerk. Feuerwerk geht immer. Aber das war viel. Okay, er schläft auch erstmal darunter. Wenn man halt unbedingt schlafen möchte, ne? Warum auch nicht? Ich würde mich ja hier jetzt nicht so hinlegen, aber gut, okay. Das war Nummer 2 von 5. Dann was ist hier drin? Als ob ich das umsonst machen kann. Das ist doch Quatsch. Das ist doch... Spiel, warum? Da war bestimmt mal irgendwas drin. Das kann nicht umsonst gewesen sein. So. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Hier haben wir noch Gras. Gras. Aber hier bringt mir das auch nicht weiter. Das bringt mir auch nicht weiter. Kann ich das hier irgendwie noch machen? Gut. Irgendwas passt nicht. Was ist das hier für ein Ding? Ach, dass er so einen Kopf, den ich zum Platz bringen kann. Auch daran erinnere ich mich nur zu gut. Ja, keine Ahnung. Was muss ich machen? Kann ich hier irgendwas kaputt machen noch, damit die anderen... Die anderen kommen halt auch gar nicht nach. Ach, hier war ich noch nicht diesmal. Okay. Bringt mir hier aber auch nicht. Hier ist halt irgendwie nichts. Ist hier irgendwas, was ich noch benutzen kann? Irgendwie? Ich bin verwirrt. Also wie immer. Ich wollte sagen, ich muss halt safe damit irgendwas machen, aber... Gut, dass ich das die ganze Zeit hätte machen können. Ja, gut, hätte ich drauf kommen können, ja. Bin ich drauf gekommen? Nein. Kommt hier jetzt was raus, wenn da noch ein anderer Zauber... Ja, perfekt. Und damit kann ich das Feuer löschen und damit komme ich auf jeden Fall wieder weiter. Weil ich buddeln kann. Beziehungsweise nicht ich kann buddeln, sondern... wenn ich die richtige Taste finden würde, kann die Katze buddeln. Haha! So. Wofür ist dieses Rad da? Da ist das Rad da. Perfekt. Tun wir das jetzt? Hallo? Rad. Ich hab dich da reingetan. Ah, jetzt kann ich das. Ich bin manchmal verwirrt, wenn das Spiel nicht von selber auf mich zukommt und mir sagt, ja hier, das musst du tun.
Weil normalerweise ist das in dem Lego-Game aber schon so gewesen, dass mir das Spiel relativ deutlich gesagt hat, so, jo, hier, das musst du machen. Einmal... Warum muss ich in dieser Mission so viel buddeln? Willst du mich... nee, oder? Ach, wie schön, wenn man keinen Ravenclaw dabei hat. Zack. Da, 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 da. So, aber immerhin weiß ich jetzt, was ich machen muss. Das heißt, das sollte jetzt relativ zügig gehen, bis ich das habe. 156, 57 sogar. Ich habe mich wieder aus Gefahr gerettet. Ach ja, stimmt, das haben wir auch gemacht. Das bringt ja auch noch goldene Steine. Gut, wenn man halt keinen Ravenclaw dabei hat und man einen Ravenclaw braucht, dann ist das halt schwierig, den Ravenclaw einzusetzen, ne? Also, zack. So. Dann gehen wir in die Quidditch-Weltmeisterschaft, diesmal nicht mit Tom Riddle, sondern mit Ravenclaw. Hier haben wir einen Ravenclaw. Ein sehr allgemeiner Ravenclaw, aber ich benutze ihn jetzt. So. Lass mich doch in Ruhe. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist unfair. Nummer 1 gerettet. Nummer 2 war, glaube ich, hier unten irgendwo. Ja, da, nee, du warst nicht der, den ich retten muss. Wo ist denn der eine Typ hier mit den komischen... Genau, da bist du. Dankeschön. So, Nummer 2. Sind sie gerade nicht? So, wie war das denn hier nochmal? Ach, jetzt muss ich ja buddeln. Buddeln, das kannst du. So. Zack. Das Spinne. Das Hähnchen kann ich schon mal holen. Ei. Zack. Zack. Wie habe ich ihn getroffen? Ah. Alle guten Dinge sind ganz viele, ich weiß. Aber warum? Spiel, tu mir das doch nicht an. So, jetzt zack, das hier einmal machen. Dann das machen, dann den Trank trinken. Dann das Buch graben. Dann das hier zur Seite fahren. Dann das Zelt schütteln. So, dann das hier kaputt machen. Dann das Sprungbrett bauen. Wir machen das jetzt hier halt so ein bisschen express-like hier. Zack, zack, zack. Boing. Boing. Zack. Dann direkt das hier kaputt machen. Den Rest brauche ich ja jetzt offensichtlich nicht. Weiß ich ja jetzt.
kommt hier rüber. Dann einmal. Nein. Ein zweites. Das aufmachen. Das. Dann das löschen. Das ist immer das gleiche. Ja. Dann wieder zum Buddler wechseln. Zu unserem Bagger. Ja, wer backt so spät nach dem Baggerloch? Das ist der Mappy mit dem Kater und der backert noch. So, dann wieder zurückwechseln nach hier hin. Dann das Rad nehmen. Und perfekt daneben setzen. Sag mal. Jetzt willst du mich hier aber auch ärgern, oder? Danke. Dann wollen wir das doch auch einmal hier wieder in den Weg frei machen. Jetzt machen wir einfach direkt das Ding und dann haben wir das auch alles fertig hier. Dann ist hier auch alles durch. Zack, zack, zack. Oh nein! So. So, jetzt machen wir das hier noch kaputt. So, jetzt wechseln wir wieder auf zum Buddeln. Zum Buddeln bist du da. Dann gehen wir zurück und dann machen wir die wieder zu dem. Zu dem, nein. Zu dem. Nein, zu dem. Wer war denn das jetzt? Oh, willst du mich jetzt halten? Nein, du bist es nicht. Du bist es auch nicht. Du bist es auch nicht. Du bist es auch nicht. Hey, du bist doch Ravenclaw! Perfekt. So. Ja, damit sind wir mit der Mission auch durch. Das heißt, jetzt fehlen nur noch ein bisschen was. Also richtig viel. Also noch so ungefähr 8. Nein, Spaß, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lang die Bonuslevel sind, muss ich ja sagen, ne? Das weiß ich auch nicht. So. Dann spielen wir jetzt das Spiel mit dem Drachen. Auf hier geht's. Das war die Mission. Die Mission fand ich eigentlich ganz cool. Auch wenn ich hier scheinbar auch irgendwie nichts erreicht habe, scheinbar. Das war jetzt diese ellenlangen Mummelbahn, die man so guckt. Okay, ja, genau. So. Da oben. So, dann kann man hier auch wieder rausgehen, ne? Wo ist die Kugel jetzt? Da ist die Kugel. Zack! Ach, das ist kein Kugel, das ist ein Drachenei, oder? Ja, das ist ein Drachenei, okay. Ich wollte sagen, ist da keine Kugel? Fälschlicherweise ein Drachenei für eine Kugel gehalten. Warum auch nicht, ne? Da ist auf jeden Fall noch alles drin. Hier scheint nicht zu sein. Das heißt, wir machen mit den Wichteln weiter. Ach so, ich muss hier, ja. Gut. Ich muss ja etwas für den guten Herr Greed. Er ist ja ein starker Charakter, er kann daran ziehen. Da komme ich nicht hoch, gell? Ne, da komme ich nicht hoch. So, gut, okay. So.
Was war das jetzt hier nochmal? Ach ja, das war wieder einer dieser Momente. Ach ja, was war denn hier nochmal? Da war ein Trampolinpilz. Guck mal, warum auch nicht, ne? Ein bisschen Trampolin springen hat auch noch keinen geschadet, ne? So, Hagrid bitte einmal dran ziehen. Dankeschön. Da gibt es etwas. Rot-gelb. Nein. Rot-gelb. Achso, ich hab eben. Ich bin aus einer Flau gekommen, okay. Rot. Gelb. Grün, gelb, blau. Grün. Gelb. Blau. Boah, wie konzentriert ich gerade bin. Rot, gelb, blau, grün. Rot. Gelb. Blau. Grün. Und jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung, was ich tun soll, weil... Hä? Ich kann hier noch spielen. Nur gelb. Okay. Wenn man nur gelb spielt, bekommt man nach Puff. Das ist auf jeden Fall schon meine Tünderung. Feuer. Und Abgrund. Und ich wurde gerade gegrillt, aber es war mir egal irgendwie. Ja, gut, okay. Leute, wenn ich ab und springe, ihr müsst mir nicht hinterher springen. Teuger, seid ihr im Weg? Wie immer eigentlich. So. So, warte mal. Da oben ist noch was, okay. Viel Wasser drin jetzt, weil ich das einmal voll gemacht habe, weil jetzt ist nein, okay. Ach ja. Wunschdenken. Wunschdenken von unendlich viel Wasser. So, und jetzt dich einmal noch löschen. Also in den Jahren 4 bis 7 hat man, glaube ich, dafür Aguamenti, das ist einfacher. Ja, es müsste, ne, 5 bis 7, nicht 4 bis 7. Wir sind ja gerade im 4. Da wäre 4 bis 7, also Quatsch. Es ist hier Lego Harry Potter 5 bis 7 in dem Moment. Dann, was ist hier? Blumen. Oh, gut, okay. Blumen interessieren. Was war das denn jetzt nochmal? Ja, schön, dass du ihn kaputt gemacht hast. Achso, du musst jetzt. Ach ja, du spuckst immer in die Richtung und ich muss das koordinieren, ne? Ja, genau. Diese Mission finde ich eigentlich voll cool. Ist ja schon ziemlich nice gemacht, ne? Na komm schon. Na komm schon. Dankeschön. Warte mal, was haben wir denn? Jetzt habe ich hier. Jetzt will ich auch nicht zu schnell sein. Hier ist doch irgendwo noch was. Da soll es zumindest sein.
Da ist noch ein Charakter, den ich benutzen kann. Hier kann ich noch buddeln lassen. Aber, hey. Okay, aber hier an sich ist nichts mehr. Gut. Was haben wir denn hier noch? Kann man hier irgendwie noch was machen? Keine Ahnung, irgendwie muss ich ja irgendwas machen können. Oh Gott, das nächste Rätsel. Ich bin da nicht so gut in Rätseln. Tut mir das doch nicht an. Spiel. Was ist denn hier? Okay. Macht das Aquarium sauber oder wie? Oder springt sie da jetzt rein? Nein, der Angel. Okay. Dafür braucht sie also Tatsache schwarze Magie, um das zu bekommen. Super. Ich hab's aber. Das ist die Hauptsache. Jetzt fehlt mir hier auch nur noch. Oh, nein. Spiel, warum? Warum immer Brücken bauen? Nein. Ja. Nein. 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 Ja. So, genau. Das Grüne jetzt nach. Das. Und das. Das sollte eigentlich von der Konstruktion her reichen. Ja, es reicht gut. Okay, das ist echt super versteckt. Das muss man echt sagen. Man sieht es echt gar nicht. Ich wusste wahrscheinlich nur am Anfang nicht, wie ich da hinkomme. Okay, das Ding bleibt also zu. Auch gut. So, jetzt wechseln wir auf den guten. Schauen wir nochmal. Machen das hier kaputt, sodass wir auf jeden Fall weiterkommen. Hä? Boah, ist das so umständlich. Aber das wäre der nächste Drache, den wir benutzen. Der das schmilzt und dann explodiert. Zack, boom, bang. Zack. Machen wir den Tresor noch auf hier. Dann haben wir noch einen Schüler aus Gefahr gerettet. Perfekt. So soll es sein. So muss laufen. Ja. Gut, das sollte aber alles gewesen sein, was ich brauche. Also alles, was ich jetzt hier gemacht habe, wir müssen ja nicht übertreiben. Aua. Oh, zu lange in einer Position gesessen. Ich meine, man kennt es, ne? Dann bewegt man sich einmal und tut einmal alles weh. So, damit haben wir 160 von 200. Das ist
denke ich mal, eine ganz gute Quote. Ich bin damit auf jeden Fall zufrieden.